Liebe Freundinnen und Freunde vom gepflegten Fußball, ich bin der Simon, das ist Miss Young Boys. Und wir haben News. Der Guillaume Houarou geht auf Ende Saison zum FC Southampton. Die zahlen uns 8,4 Millionen Franken, sehr schön. Wenn er für so einen alten Spieler, nehmen wir das sehr gerne. Und der Vorstand wird mir das Transferbudget um 6 Millionen aufstocken. Das heisst, wir haben etwa 10 Millionen zur Verfügung für neue, coole Stürmer zu kaufen. Und ich habe jetzt hier gerade den Ahmed Musa, sehr bekannten. Den lasse ich mal beobachten. Der würde mir natürlich mega, mega gut gefallen. Ich brauche irgendjemanden Schnelles, jemanden, der gut Goal schießt und der mindestens 3 Sterne hat, sowohl auf dem linken Fuß als auch bei den Skills. Wäre uhuere geil. Wie sieht es in den Tabellen aus? Wir sind 1 Punkt hinter dem FC Basel. Auf der dritten haben wir schon einen schönen Abstand. Ich meine, das Ziel ist, Meister zu werden. Wir hoffen, dass wir das schaffen. Es geht weiter. Und zwar, ich muss das schnell noch kontrollieren, wie das hier aussieht. Gegen FC Sio, V-Klasse 5 Minuten. Genau sehen wir das auch. Es wird immer so ein bisschen umgestellt, wenn ich andere Sachen mache. Ja, und somit können wir anfangen mit dem Spiel bei uns daheim. Im Status Suisse gegen FC Sio. Ja, es gehört aus wie Regen hier im Stadion. Oder ist das Licht? Ich weiß nicht ganz genau. Bei uns im schönen Status Suisse kommt der FC Sio zu Gast. Ich habe im Sturm vorne Drassalé und im Golmeu. Und sonst eigentlich hat sich das geändert. Der Wölfli, der übrigens ein Skill verliert, ist wieder im Goal. Und sonst ist es eigentlich wie gehabt. Und das Ziel ist ganz klar, das Spiel zu gewinnen. Das ist, oder dann kann man irgendwie noch mehr. Wow. Wir spielen wieder ein 4-3-1-2-System, das sich sehr bewährt hat. Die Außenverteidiger dürfen mit für einen Säckle. Da probieren wir jetzt natürlich gerade etwas zu machen. Soleimani. Oh, fast. Ich habe übrigens ein das Gefühl, dass hier das Spielfeld kleiner ist als in anderen Stadien. Aber das ist vielleicht nur das rein. Oh nein, gar nicht gut. Der Zock verschießt. So, Glück. Aber schon der erste Corner für den FC Sio. Das ist eigentlich das, was wir nicht wollen. Aber der kommt natürlich zu mir. Der Rassel hat das geklärt. Leider ist sie ja schon wieder im Ballbesitz. Schwick hat es gut verteidigt, aber noch immer haben wir den Ball nicht bekommen. Es wäre cool, wenn wir jetzt mal den Ball wieder bekommen. So. Ah, der Vasach hat übrigens rausgenommen. Hat gut gespielt, letztes Spiel, muss ich sagen. Aber wir haben wieder den Adams drin. Oh, hey, so ist es besser. Seht ihr zu drin, wie ich drin bin? Jetzt geht es im Moment nicht mehr gespielt. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner. Oh, die machen das ganz schön, der FC Sio, aber der Vorberger kann das regeln. Sind wir natürlich ziemlich froh. Und den spielt er gleich wieder zurück. Liegen wir außen durch. Ich versuche es mal mit außen durchgehen. Babu. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh, da kommt da Penalty. Haha, der Angamaleu wird gefoult im Strafraum und es gibt einen Penalty. Wir sind extrem gut Penalty-Schütz. Schauen wir mal, ob wir das können. Jawohl, 1-0 Penalty ist der Suleimani. Sehr schön, 17. Minute. Der Pass war schon schön und der Sio-Verteidiger, wer so immer war, der hätte mich ja nicht müssen faulen, sorry. Und er hat gefoult. Gibt es heute Penalty. Jetzt schauen wir mal, dass wir da gerade einen drauf machen. Das wäre super. Oh, schau mal, er läuft. Assolé. Ah, da ist es nach. Schickt den Kopf gerade unten. Wir sind noch gegen den Ballbesitz. Nehmen wir natürlich. Raus, komm. Lauf. Bin da. Hey. Die Idee wäre gut gewesen, aber die Ausführung leider nicht so. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Aber ich könnte trotzdem sagen. Oh, ganz schön bin ich draußen. Hey, okay, Corner. Gibt es Corner? Jawohl, Eckball für uns.
Jetzt kommt die Ecke. So, dann tun wir nochmal. Von Bergen ziemlich weit vorne. Suleimani. Oh ja, das hat so ein Hackentrick werden, ist aber nicht so gewesen. Schöne Aktion. Oh, Sio setzt sich durch. Ah, zum Glück geklärt. Grosse durch. Alexic. Suleimani. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wow, von Alexic war wunderbar gewesen. Hat leider nicht funktioniert. Das ist die Mitte, das wissen wir ja schon fangen. Ist nicht so unbedingt die grosse. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Ja, der Rassel hat den Trick nicht können, den ich gerne hätte. Fickentischer. 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 Böse ist, wenn jetzt irgendwelche komischen Sachen denken, so gut der. Da ist die Flanke. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. So, jetzt nochmal ein Angriff. Thorsten Schick, Schießpass. Weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Ja, mit viel Übersicht. Benito. So, ganz lang. Es muss ja nicht schnell gehen. Wir haben Zeit und führen müssen. Heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Suleimani, einer von meinen besten Mannen. Ganz schön auf einem Babu. Ebenfalls schwierige Bedingung gilt aber für alle. So, ah! Ach, oh, Schick, fast. Ja, wieso schießt er jetzt? Ah, nicht, weil ich kann ja über Pass nötigen. Hat die Zeit gehabt. Hat es auch nicht funktioniert. Ich versuche jetzt gerade wieder neben Massali, der ja eigentlich sehr gut russiert hat, der Ngamali. Oh nein, nein, nein! Oh, zu wirklich die Latte. Wölfri wäre geschlagen gewesen, aber Metall. Metall rockt. Oh, jetzt gibt es einen Konter. Da drin geht noch mal Leo, der hat extrem coole Physis. Physis bedeutet, sie werden nicht so leicht vom Ball getrennt. Und das ist eigentlich genau das, was wir ganz cool finden. Assole? Oh, jetzt hat er nur auf einen anderen Fuß gewechselt. Hätte so nicht so sein. Aber wir haben Corner. Gut. Da kommt die Ecke. Ja, schick. Oh, das ist schon offset, ja. Das war zu erwarten. Der Alexis ist halt nicht der schnellste. Manchmal schon. Hoppa. Was ist jetzt abgelöst? Also noch erste Halbzeit. Super Sache. So muss es weitergehen. FC Sion kaum eine zweite Chance. Okay, ich gehe nicht gerade extrem zwingend, muss man sagen. Regnerisch weiter in Hälfte. Aber ein Penalty ist natürlich super. Wir haben eine gute Chance. Ich probiere es gerade durch. Ich meine, der Bab ist wirklich gut. Ja, Pässe in die Spitze kommen wir nicht so an. So, noch ganz hinten. Er mit der Anweisung hängen zu bleiben. Benito. Wieder vom Babu, aussen durch. Kevin Babu. Jetzt wird's gefährlich. Kevin. Suleimani. Suleimani schießt. Gute Aktion. Es gibt den Eckball. Hat nicht so einen guten Schuss, wie ich das gerne hätte. So, Ecke kommt. So, Situation bereinigt. Wo Berge nimmt er? Nochmal führen. Und nochmal führen. Alexic. Suleimani. Ganz schön gespielt. Ui, gute Chance. Wirklich gute Chance für mich. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Komm, lauf nochmal. Lauf nochmal runter. Jawohl. Benito. Ui, gute Chance. Jetzt langsam machen wir Druck. Der Alexic hat zwar nicht ganz so schnell reagiert, wie er hätte können, finde ich. Das Antizipieren war nicht ganz so gut gewesen, aber immerhin machen wir Druck. Jetzt müssen wir nur noch probieren, das Goal daraus zu machen. Suleimani. Das könnte die Chance werden. Nochmal eine ganz gute Chance, wieder vom Alexic. Ich muss sagen, sie verteidigt gut. Und Babu? Und Babu! Er hat es auch noch verwutscht.
Justin Jack regelt das, aber nicht ganz souverän. Oh, Konter. Konter. Sonoko regelt super. Oh, nein, Feldpass. Vom Sonoko habe ich ihn gerade gerühmt und hat trotzdem einen Feldpass gegeben. Ui, jetzt aufpassen. Ruhig spielen, Jungs. So. Ah, hure schön. Der Thorsten Schick. Ganz schön lanciert, ganz kurz und schön lanciert gewesen. Aber er hat rechts das Goal leider auch nicht. Jetzt müssen Sie aufpassen. Klasse Einsatz. Hat sich vertrippelt da vorne. Wahrscheinlich war es Strassele gewesen. Aber nicht Zeit, so schnell zu schauen. So, sie. So geht es gar nicht. Wieder auf der Tür, ein Babu. Kevin Babu. Da habe ich doch, nein, da habe ich nicht. Noch sind hier 20. Oh, das gibt es jetzt wieder eine Konterchance. Wollen wir das regeln? Nein. Wird das eine Torchance? Galitos. Ui, gar nicht gut. Gar nicht wieder Galitos. Galitos kommt zum Abschluss. Die Riesenchance zum Ausgleich. 72. Minute, eine Riesenchance für das Ausgleichen für den FC Sion. Auch dieser Ball kommt an. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Assale. Oh, wunderbar auf den Babu. Mitte. Jetzt ist der Ball erstmal raus. Nochmal ein Corner für uns. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Wir müssen nochmal kurz pfosten. Schnell so, gewesen. Erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Soleimani. Soleimani verschießt. Oh. Ja, langsam habe ich extrem viel Chance. Oh, zitternder Hei. Wenn Verletzte gibt mir gerade die Chance zum Auswechseln. Weiter geht's, 76. Minute, ich habe ausgewechselt zu den Bekannten, Alexis Jusso. So. Zitterner haben Verletzte zu beklagen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Huaru nicht eingewechselt. Aus Grund von... Was ist er so? Lotomba rechts. Ja, sie wollen den Soleimani rausgenommen. Ein bisschen mehr Druck erzeugen, wenn ich das richtig sehe. Und sie versuchen es mit Lange Bälle in den gegnerischen Strafraum und auf den zweiten Ball hoffen. Das scheint die neue Taktik zu sein. Hat Domba nicht gut gewesen. Zur ein oder anderen Chance kommen. Die Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Nicht mit der Wunderobiter im Babu. Wäre für mich, oder? Der Spieler scheint Probleme zu haben. Wohl eine leichte... Zeitender wechseln die Stürmer aus. Agarito ist auch noch verletzt. Kann ich aber nicht dafür. Benito. Allein vom Goal! Nein! Aber fast. Soleimani. Ist sicher dumm gewesen. Geben wir es zu. Müssen ja nicht unbedingt sein. Oh, Konter, aber der Nuhu regelt das ganz souverän, also war ein bisschen weniger souverän gewesen. Da kommt der Pass. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Von Verberg, nimm ihm den Ball, ja. Das war jetzt extrem gefährlich gewesen. Das war ganz, ganz schlecht gewesen. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Okay, noch 10 Minuten zu spielen. Alles nur für uns. Mit Penalty. Wir haben wirklich viele Chancen gehabt. Zittner quasi keine. Ah, bin ich da. Jetzt gibt es noch Corner. Wird so der letzte Move sein. Es darf der ja nicht reingehen. Nein! Ah, der Wölfli. Auf die Goallinie. Da vorne sind nur Spieler von mir. Jetzt sind wir doch gut aus. Ah, 1-0. Super Sache. Ja, zurück im Büro sehen wir, dass das nächste Spiel der Schweizer Pokal-Halbfinale wird sein. Wir gegen FC Basel, also wie das in Realität stattgefunden hat, das wird unser nächstes Spiel sein und das ist schon bald. Mal schauen, wenn wir dort einsetzen, wir wissen es noch nicht. Wie sieht es aus der Tabelle, vielleicht noch schnell interessant. Hat Basel gewonnen? Ich weiß gar nicht. Das sehen wir. Okay. Ob die schon gespielt haben, wir werden es aber noch rausfinden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn es heisst, IB gegen Basel.
Halbfinale vom Schweizer Pokal. Bis dann, schön zusammen, macht keinen Scheiß.